Also dann, liebe Sterblichen, willkommen zurück in der Domäne des Todes. Okay. Wir öffnen mal da hinten den Alkoven. Ha, hat geklappt. War doch der richtige Schlüssel. Oh, es ist lang. Lang und hart. Lang, hart und glänzend. Eigentlich fühle ich sie nicht oft in diesem Zustand. Regale, meine ich. Es geschieht nicht oft, dass ich Regale in der Dunkelheit spüre. Wir brauchen Licht. Soll das ein Witz sein? Wer weiß, was sich im Dunkeln verbirgt? Truhe? Haben wir Licht? Lassen wir ihn. Wir haben Streichhölzer. Das sollte für den Anfang reichen. Ich habe eine Gute Idee, aber ich würde mir nur die Finger verbrennen. Gute Idee. Okay, wir brauchen also noch irgendwas. Eine Laterne oder so. Oder zumindest eine Kerze. Sollte es doch hier irgendwo geben. Das hat eigentlich keinen Sinn. Damit lässt sich nichts anfangen. Ich sollte es besser in Ruhe lassen. Okay. Was gibt's denn hier noch? Getreide. Seltsam. Ich habe Tod nie für jemanden gehalten, der sich daheim sein Brot selbst backt. Dazu brauche ich eine Sense. Okay, habe ich. Au, mein Rücken, mein schmerzender Rücken. Echt jetzt, wegen einem... Hä? Was hat uns das jetzt gebracht? Au, mein Rücken, mein schmerzender Rücken. Wir müssen also noch den Umgang mit der Sense lernen. Ich gehe nochmal in den Garten. Ich rede nochmal mit ihr. Nee. Zunächst mal auf Wiedersehen. Wir könnten hier angeln im Teich. Bringt das was? Dadurch würde es nur nass und wahrscheinlich auch fleckig. Aber es ist eine Angel. Angeln sind doch dafür gemacht, nass zu werden, oder? Wir brauchen was Spitzes für die Sonnenuhr. Der Stock? Das nützt überhaupt nichts. Das Messer? Es nützt mir nichts, das zu schneiden. Okay, okay, okay. Ah, wir haben einen ödigen Lappen. Den könnte ich über diesen Lappen lässt sich nichts reinigen. Um den Stock widmen. Mit diesem wickeln. Lappen lässt. Damit könnte ich irgendwie. Irgendwie könnte ich doch damit eine Fackel machen. Es hat keinen. Es hat. Ich brauche irgendwie ein Stück Holz, einen Ast oder sowas. Dann den ödigen Lappen drum wickeln und schon habe ich eine Fackel. Wo finde ich ein Stück Holz? Im Stall? Ich wäre ja bereit, es einzusammeln, aber dann würde ich mich praktisch an Strohhalme klammern. Hast du verstanden? Totes Gras? Strohhalme?
Na schön, ich entschuldige mich. In Ordnung? Gut so. Der war nämlich echt schlecht. Okay, hier ist auch kein Holz. In der Küche? Okay, kann ich hier irgendwo... Gibt es hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? Nee. Dann gucke ich nochmal in der Küche. Kaminofen. Ein Kanonenofen, wie? Der Kanonen. Hoffentlich schießt er nicht. Ich brauche Holz. Oder so ein Golfschläger. Mit diesem Lappen lässt... Mit diesem Lappen... Igitt! Das ist der öligste und schmierigste Lappen, den ich je gesehen habe. Kann ich den Vorhang mitnehmen? Dieser scheint mobiler zu sein. Ah, jetzt habe ich schon mal einen schwarzen Umhang, glaube ich. Es ist faszinierend, zu welcher verzweifelten Dummheit manche Leute bereit sind, nur um ein Spielrätsel zu lösen. Ich muss das wahrscheinlich erst schneiden. Es nützt mir nichts, das in einen Vorhang zu wickeln. Es nützt... Coole Uhr. Dam, dam, da, 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 da. Soll das ein... Wer weiß, was ich in... Ich brauche irgendetwas, womit ich eine Fackel bauen kann. Benutze Lappen mit Golftasche. Funktioniert das? Immerhin geht er hoch. Allem Anschein nach fehlt hier nur eine ordentliche Sense. Toll, das hat jetzt... Ach, kann ich die Sense? Mit diesem Lappen lässt sich nichts reinigen. Warum? Das... Kann ich noch einen Vorhang mitnehmen? Der Vorhang lässt sich nicht bewegen. Der Vorhang lässt sich nicht bewegen. Ich gebe Albert mal den Vorhang. Hier, ein Mantel, schwarz, zu benutzen durch Tod. Das nennst du schwarz. Das Ding ist schwarz. Nein, es ist kein, wenn Licht darauf fällt, kann es nicht mehr entkommen, schwarz. Der Tod trägt eine schwärzere Art von schwarz. Du schaffst dir hier keine Freunde, das weißt du hoffentlich. Na schön, schwärzer als schwarz, wie du meinst. Die Geschichte meines Lebens, besonders groß gedruckt, leicht zu lesen. Oh, ein prächtiger Rauchfang. So mancher Rauchfang wirkt zerbrechlich, aber dieser beeindruckt durch überaus stabile Stabilität. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, was mich zu einer solchen Bemerkung veranlasste. Okay, was gibt's hier noch so?
Es nützt mir nichts, das in einen Vorhang zu wickeln. Nimm deine Diebespfoten weg. Das brauchen wir, wenn's Zeit für den Tee wird. Aber dies ist Todsdomäne. Hier vergeht keine Zeit. Ich habe nie behauptet, dass es bald soweit ist. Da kommen wir her. Kann ich hier oben? Ah, ich kann hier weiter nach links gehen. Das muss man auch erstmal wissen. Das teilweise im Spiel finde ich irgendwie sehr versteckt. Das ist ja cool. Was für ein hübsches Schlafzimmer. Oh, ein herrlich bequem aussehendes Bett. Wie schön, dass es hier auch ein Zimmer mit etwas Farbe gibt. Ein Kaninchen. Welchen Zweck es wohl erfüllt? Kann ich mich in das Bett legen? Nein, ausgeschlossen. Soll ich etwa Speicherplatz für die Animation meines Schlafs vergeuden? Ein Kaninchen. Welchen Zweck es wohl erfüllt? Ich nehme mal das Kaninchen mit. Wie niedlich. Ein kleines Kaninchen für Pyjamas und so. Was sich wohl darin befindet? Ein Schlafanzug. Ein hübsches Spitzennachthemd. Mhm. Spielzeug. Mädchensachen. Für einen knallharten Macho-Zauberer wie mich ist das nicht interessant. Ach, wer will schon ein knallharter Macho sein? Ich liebe Spielzeug. Nein, danke. Ich versuche ein Image zu wahren. Ah, ein Zimmer mit Ausblick. Obgleich es mir ein Rätsel ist, welches Panorama man hier genießen soll. Hä, aber zeigt das Fenster dann nicht eigentlich in den Flur? Oh, was ist das für ein Raum? Aber echt cool gemalt. Sie haben sich echt richtig Mühe gegeben mit dem Spiel. Jede dieser Sanduhren repräsentiert ein Leben. Jedes Sandkorn ist ein kostbarer Moment, der sich nie wiederholt. Was wohl passieren würde, wenn man Wasser hinzufügt? Potzblitz, ein Spielzeug des Chefs. Welchen Zweck es wohl hat? Oh, Toads Schreibtisch. Ah, Toads Schreibtisch. An diesem Ort wird also über Leben und Tod entschieden. Ein Hauptbuch. Ich frage mich, was darin geschrieben steht. Ich riskiere einen raschen Blick. Mal sehen. Der letzte Eintrag lautet Narr und Lachi. Die letzte Spalte ist nicht abgehakt. Der Eintrag davor lautet Skäs Ameisen. Zumindest sind sie alle berücksichtigt. Arme kleine Seelen. Hm. Das bin ich. Und ich werde auch... Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mir das Ding da angucken. Das Spielzeug. Potzblitz? Welchen Zweck es wohl hat? Ach, habe ich ja schon. Kann ich das mitnehmen? Einige von uns sind mit einem Spiel beschäftigt. Okay, da ist ein Tintenfass. Ein gut gefülltes Tintenfass. Nie habe ich schwärzere Tinte gesehen. Damit könnte ich den Vorhang färben. Keine schlechte Idee. Aber zuerst brauche ich mehr Tinte. Okay, ich brauche noch mehr Tinte. Hier kann ich an der Kordel ziehen, oder? Wozu sie wohl dient? Ah, damit rufen wir Albert. Ich laufe mal schnell zurück. Dann kann ich mir wahrscheinlich schnell den Zucker schnappen. Gut, ich habe den Zucker. So, dann gehe ich nochmal hin. Und da kommt Albert.
Ich nehme an, du hast geläutet, nicht wahr? Ja. Und was willst du? Oh, nichts. Ich hab's vergessen. Wundervoll. Dann kehre ich jetzt zu meinen Pflichten zurück. Bitte zögere nicht erneut zu läuten, wenn du glaubst, irgendetwas vergessen zu haben. Oh, keine Sorge. Diesen Rat beherzige ich bestimmt. Jede dieser Sanduhren repräsentiert ein Leben. Jedes Sandkorn. Okay, das hatten wir schon. Okay, dann gehen wir mal zu Binky und versuchen, Binky mit Zucker zu bestechen. Stall. Ich glaube, Binky würde sich über etwas Zucker freuen. Benutze Zucker mit Binky. Braver Binky. Na bitte, ich glaube, das Pferd mag mich jetzt. Okay. Dann benutzen wir mal den Sattel mit Binky. Okay, können wir aufsteigen? Ich verabscheue es, dass sich gewisse Spielfiguren mit den Programmierern verbündet haben, um mir das Leben so schwer wie möglich zu machen. Wir könnten was probieren, was auch schon in Monkey Island 4 geklappt hat. Benutze Leim mit Sattel. Scheint die Lösung zu sein. Ich hab's geschafft. Ich kann reiten. Ich kann reiten. Yippie-yahoo! Ich hab's wirklich geschafft. Ich habe den Test bestanden. Ja, das sehe ich. Soll ich dir den Sattel jetzt sofort oder später vom Hintern kratzen? Weißt du, Albert, dein Problem besteht darin, dass du keinen Sinn für Humor hast. Oh, ich lache, wenn ich dich vom Sattel löse, mein Freund. Yahoo! Okay, was jetzt? Ah, wir haben Spitzendings. Wir haben den Pyjama. Den könnte ich benutzen, um jetzt hier an... Nun, wenigstens hat es diesmal nichts mit Unterwäsche zu tun. Oh, sieht das putzig aus. Okay. Jetzt brauche ich aber Feuer. Kann ich den Lappen einfach anzünden? Bringt das was? Hatte ich nicht Streichhölzer? Ach, die sind im Inventar von Rincewind, okay. Streichhölzer in Truhe. Benutze Streichhölzer mit Lappen. Oh, jetzt brennt er. Okay, dann kann ich. Sollte es klappen. Okay. Was kann ich mir da rausholen? Ich nehme einfach etwas Wachs. Kann ich mir jetzt auch Honig nehmen? Ich stibitze einfach ein wenig Honig. Die Bienen merken es bestimmt nicht. Schwarzer Honig. Ein Glas mit unheilvoll schwarzem Honig, der von unheilvoll schwarzen Bienen stammt. Kann ich mit dem Wachs jetzt was machen? Sehr weich und sehr schwarz. Kann ich das mit dem Seil benutzen? Es nützt nichts, das mit dem Wachs zu mischen. Ich brauche irgendwie einen Faden oder sowas. Damit ich mir eine Kerze machen kann. Kann ich das mit der Angelschnur benutzen? Es nützt mir. Es bringt. Nee. Selbst Schnapper verkauft bessere Köder. Ich brauche einen Faden. Eine Lunte für eine Kerze.
Eine Grube. Punkte. Kleine Punkte. Jeder von ihnen mit 6 kleinen Beinen. Das scheinen Seelen zu sein. Ich bin sehr versucht. Eigentlich kein Wunder, wenn man bedenkt, wie du spielst. Hohoho. Eine Seelengrube? Ich habe von Goldgruben gehört, aber so etwas ist völlig neu für mich. Okay. Ich brauche irgendwie Faden. Kann ich das Spielzeug abschneiden? Ah, das wollte ich nicht. Ah, Truhe. Lassen wir ihn. Ich wollte hier. Es nützt mir. Okay, das geht nicht. Bett. Fenster. Oh, ein herrlich bequem aussehendes Bett. Wie schön, dass es hier auch ein Zimmer mit etwas Farbe gibt. Gibt's hier irgendwas? Schnur! Meine Güte, wie lange musste ich bei diesem Spiel auf eine Schnur warten? Wunder ohne Ende. Benutze Schnur mit Bienenwachs. Jetzt haben wir eine Kerze. Damit kann ich jetzt in den Alkoven. Weil ich muss sie erstmal anzünden. Ich gehe mal hier hin, dann zünde ich die Kerze an und dann gehe ich in den Alkoven und gucke nach einem Buch für Susanne. Dann gebe ich die Kerze an Rincewind und gehe da rein. Benutze Kerze mit Alkoven. Nimm Tafel. Ich sollte versuchen, eine lockere Tafel zu finden. Da. Diese Tafel zeigt keine Piktogramme, sondern schlecht gemalte Strichmännchen, die Piktogramme beschreiben. Was bedeutet, entweder ist es die Biografie eines Höhlenmenschen oder ein Bilderbuch. Ich schätze, es eignet sich beides. Alte Steintafeln. Aus der Zeit vor der Erfindung des Papiers. Okay, jetzt haben wir eine Tafel, die können wir Susanne bringen. Dann machen wir das doch mal. Garten. So. Gib Steintafel an Susanne. Hier. Bist du jetzt zufrieden? Ja, diese Biografie ist viel interessanter als deine. Hier hast du den Karren. Warn mich vorher, wenn du damit über den Hof rollst. Okay, jetzt haben wir einen Karren. Gut. Was wir mit dem Karren anstellen, das finden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge heraus. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich darüber echt freuen. Und bis dahin, denkt immer daran, ich liebe euch. Tschüss.